Willkommen zu Folge 11 meiner Let's Play-Serie. Ich habe ja am Ende der letzten Folge hier den Weltkongress gegründet. Und ja, jetzt kann ich einen Vorschlag einreichen. Über den wird dann in 30 Runden abgestimmt werden. Ich würde doch sehr davon ausgehen, dass die Abstimmung noch in der Renaissance ist. Das bedeutet denn, dass da keine Stadtstaaten, Verbündeten oder so um sowas da noch eine Rolle spielen werden. Was sich an der Verteilung hier der Stimmen noch ändern wird, kann eigentlich denn nur durch die verbotene Stadt noch passieren. Das wären ja dann zwei Abgeordnete, falls die einer baut. Und da man ja Patronat dafür braucht, können es eigentlich nur Willem oder ich sein, die das bauen. Naja, mal gucken. Was die Resolution angeht, gut, ich werde jetzt hier nicht auf alle einzeln eingehen. Die oberen fünf kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Naturerbestätten ohne Naturwunder entfällt auch. Interessant ist auf jeden Fall die Weltausstellung. Trägt man in der Regel locker durch. Da sind viele Tipps dafür. Das ist jetzt auch hier so. Und mit meiner guten Produktion habe ich sicherlich auch Chancen, die zu gewinnen. Die freie Sozialpolitik und erhöhte Kultur sind schon sehr feine Boni. Allerdings denke ich, dass ich das erst später versuchen werde durchzubringen. Genauso wie die Kulturerbestätten bringen Kultur für jedes Weltwunder. Ja, wobei, das wäre kurzfristig eigentlich gar nicht so übel. Naja, gut. Aber ja, irgendwann bringt es dann auch noch Tourismus, wenn man denn Flughäfen und Hotels hat. Also das sind auf jeden Fall beides Resolutionen, die ich perspektivisch gerne hätte, vielleicht sogar unterstützen würde, falls das wer anders vorschlägt. Aber im Moment ist mir am wichtigsten hier die Wissenschaftsfinanzierung. Ach, guck. Eigentlich hat man da immer eine ganze Masse von Zivilisationen dagegen, anderen KIs, und kaum oder überhaupt gar keine Befürworter. Ja, das scheint hier ein kleines bisschen anders zu sein. Augustus will die auch haben. Und nur zwei Gegner, naja, da sollte das ja dann fast gar kein Problem sein, die durchzubekommen. Ein Selbstläufer ist es allerdings nicht. Ich werde Stimmen kaufen müssen und ich bin ja schon unterwegs nach Istanbul, um mir die Stimmen zu holen. Hatte das durchaus erwartet, dass da, naja, sagen wir mal erhofft, dass Süleyman da die Sache eigentlich eher egal ist. Der ist ja doch sehr kriegerisch unterwegs und da ist es ihm doch wurscht, ob jetzt hier mehr oder weniger Wissenschaftler und die anderen Dinger spawnen. Die Stimmen sollte ich also kaufen können. Er ist ja auch mein Freund. In Planung ist danach dann auch noch Wilhelm. Sollte eigentlich auch gehen. Da würde ich eigentlich auch kein Vorbehalte erwarten. Ja, und wenn ich die zwei eingekauft habe mit meinen zwei Stimmen und der eine von Augustus, davon ausgehend, dass er auch dafür ist. Also dafür stimmt, dann haben wir ja schon fünf und das wird eigentlich dann genügen. Wie viele Runden haben wir hier noch? Das sind noch zwei Runden bis Istanbul. Okay. Naja. So, dann hatte ich hier noch gesehen. Die tolle Feldbelegung hat hier schon wieder mal. Ich weiß gar nicht, warum die blau sind hier. Das ist doch, der setzt den da auf. Inaktiv, was ja einen Hammer bringt, aber einen Hammer kriege ich hier auch. Und noch eine Nahrung. Etwas unverständlich. Nun gut, außerdem habe ich jetzt hier wieder Geld für den Frachter. Mal gucken, ich würde ja gern die Nahrungsroute von Texcoco nach Tenochtitlan. Ja, die Route funktioniert. Okay. Dann kaufen wir den natürlich. Na denn. Auf geht's. Wieder eine etwas längere Vorrede. Herr Napoleon findet den Vorschlag nicht gut. Naja, das ist jetzt keine Neuigkeit. Du willst Ahmad irgendwie einen überziehen? Naja, sei froh, dass da Süleyman dich da vorher nicht komplett platt gemacht hat. So, hier laufen noch so ein paar Aufklärer herum. Weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was
in Stadtstaaten oder sonstigen Dingen passieren kann. Ich glaube, einer ist irgendwo noch offen oder so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amati ist doch hier schon eingenommen. Ich dachte, das waren nur 12. Ach, naja, ist auch nicht so wichtig. Ich kann jetzt endlich die Sozialpolitik wählen. War ja schon öfter davon gesprochen, gerade in der letzten Folge. Es hat funktioniert. Ich habe die Renaissance erreicht und kann dann jetzt den Rationalismus öffnen. Gibt gleich nochmal einen kleinen Schub für meine Forschung, so wie sich das gehört. So, da ist der Bogenschütze, der so ein bisschen hier das Land scannt. La France t'offre cette proposition exceptionnelle. Du möchtest offene Grenzen kaufen. Tja, dann überlege ich ja fast, ob ich die denn lieber tausche. Aber andererseits glaube ich, so weit bin ich denn da doch noch nicht. Der Plan war eigentlich, dass wenn der Späher, den ich da gerade Richtung Wilhelm geschickt habe, wenn der die Niederlande aufgeklärt hat, wollte ich ihn nach Norden, nach Frankreich schicken, aber ehe ich da durch bin, da verkaufe ich ihm dann mal die Grenzen. So, der Siedler ist gleich angekommen. Oh, das ist auch wichtig. Da oben hat Augustus schon gegründet. So, was haben wir hier? Sansibar will trüffeln. Und die Hauptstadt ist auf Größe 30. Naja, das ist doch auch ein wunderbares Ergebnis. Runde 131 erst. Das sieht doch sehr gut aus. Die 20 hatte ich ja bei Runde 100. Da hat sich das nochmal schön beschleunigt. Was jetzt aber auch nicht so erstaunlich ist, mit den drei Nahrungsfrachtern hier. Ja, es ist schon heftig, was da zusammenkommt. 91 plus habe ich im Moment schon. Ich denke, das wird sich noch gut beschleunigen. Naja, das ist eher eine Hoffnung. Aber das wird schon noch deutlich mehr werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber für den Moment ist das ja schon mal echt gut. So, denn okay, dann holen wir uns doch gleich mal hier die Trüffel. Freut sich Sansibar. Und ich habe auch noch ein bisschen Luft hier, was die Zufriedenheit angeht. Das brauche ich auch. Ich will ja hier gleich gründen. So, und dann ist hier mein Diplomat angekommen. Dann wollen wir doch mal sehen, wie das aussieht. Naja, vier Gold genügen auch. Jawohl, wunderbar. Da sind wir dann schon mal bei drei sicheren Stimmen und vermutlich vier. Ja, mal gucken, was Wilhelm so meint. Ups. Wird wohl dann auch so wieder. Naja, vielleicht fünf Runden gehen. Schauen wir mal. So. Ja, bis zum Bankwesen vier Runden. Da ist dann vorher noch der Hafen hier fertig. Na, mal gucken. Arbeitsboot noch vielleicht reinquetschen, um hier noch was zu machen oder so. Erscheint mir durchaus sinnvoll. So, du willst die offenen Grenzen verlängern, natürlich. Sonst komme ich ja eh da bei dir nicht durch. So, dann ziehen wir erstmal die Aufklärung durch. Aha. Haben wir noch einen gefunden. Naja. Irgendwo habe ich mich da, glaube ich, verzählt. So, oh naja, hier kriegen wir so schnell keine neuen Felder für die Stadt. Naja, das sind im Moment sowieso hier auch nur pure Nahrungsfelder. Ich hätte ja eigentlich lieber noch ein bisschen Produktion gehabt, aber gut ist denn eben so. Ich glaube, dann werde ich gerade mal hier bei Tlatelolco weitermachen. Da hat ja hier schon zwei Felder momentan, die unverbessert sind in Benutzung. Das ist natürlich nicht schön. So,
Ist auch gerade wieder, auch der Kleine ist gewachsen, okay. Wer will Wale haben? Naja, Walfeld hätte ich hier. Aber im Moment kann ich das Arbeitsboot nicht kaufen. Das war die Truppe für Sansibar. Okay, mal schauen. Maria greift Ahmad an. Wer hat denn Jin gebaut? Das kann ja eigentlich nur Ahmad sein oder Wilhelm. Wilhelm. Noch mehr Missionare. Na gut. Oh ja, das sieht ja dann ganz ordentlich aus mit der Zufriedenheit. Da bin ich ja auch noch ein bisschen. Da sollte das mit der Stadtgründung denn schon in Ordnung gehen. Du findest meinen Vorschlag toll. Ich finde ihn auch gut. Freundschaft mit den Osmanen. Tja, weiß ich gar nicht. Ob ich das nicht toll fände, wenn denn da der Suleiman mal wieder Maria angreift. Wenn die da armert. Ach naja. Sollen die sich da hinten einen ausfechten? Das berührt mich ja eigentlich nicht so wirklich. So, und hier? Plus 14, ja. Da geht nichts schief. Und hier muss ich dann jetzt aber auf jeden Fall das Monument kaufen. Das ist ja die fünfte Stadt. Da gibt es kein freies Monument und auch kein freies Aquädukt mehr. Tja, mal sehen, wie ich das denn hier weiterbaue. Aquädukt muss ich wahrscheinlich auch irgendwann kaufen, aber ist nicht so wichtig. Die Stadt ist zum einen hat eigentlich vor allem zwei Aufgaben. Zum einen irgendwann den Nahrungsfrachter in die Hauptstadt zu schicken und zum anderen hier die zwei Luxusressourcen anzuschließen. Ja, das Eisen vielleicht auch noch. Ansonsten muss sie nicht so viel leisten und kann durchaus auch kleiner bleiben. Da habe ich kein Problem mit. So, da sind wir auf 12. Was haben wir denn jetzt hier für Felder belegt? Hier sind ja soweit alle okay. So, Hafen in einer Runde. Ja, ich denke, das Arbeitsboot, was da drum... Naja, wobei... mal gucken, wenn das drei Runden sind. Muss ich nächste Runde mal schauen, ob ich das mache. Pferde für Genghis Khan beendet. Hormus ist in Ehrfurcht. Das war das Wissenschaftsquest. Marokko und Osman sind Freunde. Ja, also wenn du die Pferde hier... Dann kannst du die doch eigentlich gleich wieder kriegen. Ich brauche noch viel Bargeld. Wird ja wahrscheinlich auch gerne noch mal einen Luxus verkaufen. Wenn ich die Wale hier anschließe, habe ich ja auch wieder noch ein Luft mehr. Ich brauche ja Geld hier denn für den Hafen. Ich denke, der Hafen ist mein nächster Kauf. Oder Frachter. Naja, wir werden sehen. Du brauchst noch vier Runden, okay. Jojo. Er verliert die Kontrolle über Malaga. So, der ist da angekommen. Dann machen wir Bauernhof. Naja, was macht denn hier da die Triere? Dann kann ich in Richtung Norden weiter. So, Hauptstadt ist 31. Ja gut, Malaga geht dann wohl leider weg. Wir haben auch keine Quests, könnte ich höchstens kaufen, aber St. Pelz habe ich 3. Na gut, das eine ist von Malaga. Ich glaube, der andere ist hier von Zürich. Naja, Zürich habe ich noch eine ganze Weile. Kann ich den Pelz verkaufen? Die Frage ist natürlich, wen? Meine Freunde, die haben alle nicht genug Kohle. Plus 11. Na gut. Muss ich das halt mal abwarten, so wie sieht das hier aus? 2 Runden. Ja, ich denke, das Arbeitsboot, das werde ich denn an der Stelle nehmen.
Hier muss ich mich denn durchkaufen? Naja, hat noch Zeit. Der muss ja auch hier hinfahren. Da ist die Farm fertig, der Bauernhof, der wird denn hier mit Tlaxcala verbessern. So, und da ist der Speer angekommen, naja, noch nicht ganz, aber fast. Gutes Bankkonto, eine gute Köchin und eine gute Verdauung. So, das ist wie geplant hier. Da komme ich nicht oben. Na gut, die Ruine ist da weg. Damit war zu rechnen. Das ist ja Ewigkeiten her, seit ich da gewesen bin. Kauf mit Glauben möglich. Das ist natürlich jetzt sehr wichtig. Da hole ich mir direkt hier einen Inquisitor. Wo ist er? Da ist er. So, und dann ist mal zumindest hier in meiner Hauptstadt die Religion gesichert. So ein bisschen habe ich da immer noch Schiss, dass da irgendwo einer kommt. So vor allem von Westen, so ein Gelber oder Orange. Aber gut, das kann dann jetzt erstmal nicht mehr passieren, zumindest nicht in der Hauptstadt. Und damit ist auf jeden Fall mal die heilige Stadt geschützt. Bogota wünscht sich Kakao, das ist natürlich Käse. Kakao ist Käse. Mit Kakao wird da wohl so schnell nichts passieren. So, und da frage ich mich doch jetzt gerade, wenn ich hier schaue, der hatte eben 200 oder irgend so ein Kram und plus 11, jetzt hat er plus 10. Wie hat er denn das ganze Gold zusammengefunden? Aber ich werde mich da nicht beschweren. Vielleicht hat er irgendwas verkauft. Könnte ja sein. Er hat ja doch einige Freunde. Na, wobei, nee, eigentlich nur Marokko. Und der hatte vorher auch kein Geld. Naja. Kann man auch nicht immer reingucken, was die KI so treibt. So, jetzt reicht's ja für den Hafen, glaube ich. Ja, und den werde ich jetzt auf jeden Fall auch kaufen. Ich denke, mit den Städteverbindungen, da sollte einiges rüberkommen. Der schiefe Turm von Pisa ist in einer Runde bereit. Bank erst. Oder erst die Dinger hier. Ich denke Bank. Wenn ich das hier sehe, das sind 2 Gold und 25%. Das sind ja schon fast 25 Gold pro Runde, die die Bank bringt. Das ist natürlich enorm. Das soll wohl so sein. So, und hier ist dann jetzt die verbotene Stadt. Die kommt dann aber nach dem Arbeitsboot. Und ja. Ich denke, wenn der soweit ist und dann hier rüber gefahren ist, dann kann ich es mir auch gut leisten, die Felder hier durchzukaufen. So, das sind hier noch 2 Runden. Dass wir das nicht vergessen. Und jetzt doch einige Baustellen, die hier laufen. Aber, naja, passt schon insgesamt. Wie sieht es denn hier mit der Ausdehnung aus? Der geht. Holt sich das Feld, Mensch, der soll hier die Trüffel holen. Texcoco, da ist wahrscheinlich Texcoco, der noch schneller. So, da steht der schiefe Turm von Tenochtitlan, nicht Pisa. Wunderbare Sache, das ist sehr schön, dass das geklappt hat. Starkes Weltwunder hatte ich ja schon berichtet. Ah, hier brauche ich noch eine Runde, in die ich dahin kann. So, und der wird verbessert jetzt hier aber die Hauptstadt weiter. Da sind jetzt einige Felder schon wieder aufgelaufen, 3 Stück. Der Inquis nimmt Platz und wartet. Der Speer spät. So, na gut, dann werden wir mal hier weiter Aufklärung machen.
große Persönlichkeit. Ja, natürlich den Ingenieur. Toll. Die sind echt gut. Das gibt mir mal ein freies, also quasi freies Weltwunder. So, was ist hier passiert? Die Niederlande haben das Bildungswesen gestohlen. Oh, na gut. da kann ich leider nichts machen. Seid ihr wegen des kleinen Spionage-Zwischenfalls hier? Also ich finde das jetzt nicht so klein, du elende Socke. So ein elender Dieb. Aber ich werde ihm das trotzdem vergeben. Gibt ja hier einen kleinen diplomatischen Bonus und machen kann ich eh nichts. Da sollte denn schnell hier mein Agent wieder nach Hause und da in Abwehrhaltung gehen. So, ich habe hier eine stete Verbindung. Was bringt mir die? Die bringt mir jetzt schon 21 Gold. Ach, das ist heftig. Der ist gleich da. Da kaufe ich dann jetzt schon mal. Ach, 105. Naja. Dachte, ich komme hier gleich durch, aber dem ist nicht so, wenn das so teuer ist. Naja, ich habe schon viele Felder gekauft, das merkt man denn doch. Aber sei es drum. So, Quebec erkennt meinen Ingenieur an. Prag will Taoismus. Naja. Nicht mehr verbündet mit Malakka. In Zürich, ja gut, das war klar, das Kulturrennen konnte ich da nicht gewinnen. In 10 Runden ist ja auch schon einiges. Aber wenn ich die Wale angeschlossen habe, kriege ich auch noch ein bisschen Wachstum. Und hier kriege ich sowieso noch mal Wachstum. Schauen wir mal, wie das da weitergeht. Du willst Maria angreifen? Ja, mach, mach, mach. Ach naja, jetzt ist mir eigentlich auch groß. So, dann kämpfen wir uns mal da unten weiter durch. So, und jetzt muss ich das Feld. 85. So, wunderbar. Und hier ist dann wieder ein Nahrungsfrachter zurückgekommen. Das sind jetzt schon 9 pro Runde. So, das ist der Ingenieur. Das ist der Missionar. Ja, okay, da ist dann die Küste. Gut, Stadt ist religiös geworden. Das ist sie hier. Auch gut. Boah, da kommt schon der nächste Siedler angehoppelt. Der siedelt mich hier echt zu. Hat doch woanders so viel Platz hier. Na gut, so schlecht sind die Felder hier nicht. Andererseits, ja, das wären alles Städte, die meine Religion bekommen. Apropos Religion, wie sieht's denn eigentlich hier aus im Norden? Rom, Neapolis, Gumae hatte ich ja konvertiert. Troyes ist inzwischen von alleine vom religiösen Druck konvertiert, Lyon auch. Momus hat schon 5. Boah, naja, da kommt mein Handelsweg und die anderen Städte. Das sollte auch bald gehen. Wie sieht's mit, oh ja, da noch eine kleine, der ist ja wirklich im Siedlungsmodus. Wahnsinn. Die wird wohl bald konvertieren, Antium 4. Naja, also mit der Religion, das entwickelt sich, glaube ich, auch ziemlich gut. Der müsste jetzt ja hier sein, genau. Ich glaube, dass ich etwas habe, was du enig Belang soll inbosemen. Naja, bisschen teurer als bei meinem Freund. Süleyman. Okay, damit habe ich 4 Stimmen sicher. Und ja, mit der von Augustus rechne ich eigentlich auch. Damit hätten wir 5 Stimmen, das sollte genügen. Vielleicht klappt es ja auch noch mit der verbotenen Stadt. Von den Runden sollte sich das ausgehen. Und wenn ungünstigerweise die verbotene Stadt doch zu Wilhelm geht, naja, das wird jetzt auch kein Beinbruch sein. Der ist ja jetzt nicht unbedingt da der glühende Gegner von meinem Vorschlag. Insofern sollte das, glaube ich, gehen. Und dann ziehe ich den Jungen jetzt hier mal zurück. Der soll hier in Verteidigungsstellung gehen. Den einen oder anderen Agenten oder Spion abfangen.
Wenn ich hier auf die Städte gucke, was habe ich denn im Moment in Rom? Ach naja, das bringt alles nichts. Die sind so klein im Vergleich zu meiner Hauptstadt. Da werde ich vielleicht hier ein bisschen was absahen. Kann schon sein, so 15, 20 Runden sollte ich da vielleicht irgendwo Technologien bekommen. Aber vermutlich ist es dann irgendwie auch Stahl oder irgend so ein Kleinkram. Das halte ich denn doch nicht für sinnvoll. Ich glaube, da werde ich denn doch hier eher verteidigen. Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus? Kann ich noch was verkaufen? Ja, das sind alles Einzelstücke, die ich momentan habe. So, der ist da, der macht dann noch den Bauernhof. So, Süleyman greift auch an. Na gut. Sitzt er doch hier. Na, eigentlich habe ich es mir ja gewünscht. Dass die da attackieren. So, da greift, geht der Speer hier durch. Ich denke, der muss hier unten lang. So, dann werden wir das hier mal gerade noch abhandeln. Da ist die nächste Stadtverbindung fertig. Die bringt 22 Gold schon. Meine Güte. Wo kommt mein Gold her? 33 Handelswege. Naja, das ist Hormus und Zürich. Städteverbindung auch schon 43. Oh, und auch schon immerhin 28 durch Religion. Das kommt alles durch die 10. Das ist natürlich schön. So, hier unten ist Feiertag. Das war die Städteverbindung. Da ist das Forschungsabkommen mit Genghis Khan ausgelaufen. Zürich sucht Naturwunder. Das könnte ja sogar gehen. Das waren die Kriege. Na gut, das Forschungsabkommen. Na gut, ich kann im Moment sowieso nicht verlängern. Wir sind hier schon bei 250. Die habe ich nicht, die hat er nicht. Okay. Na, ich denke, das ist alles in allem doch ziemlich gut gelaufen. Ich habe zwei Stimmen einkaufen können und sind zwar doch noch einige Runden hin, bis denn der Kongress tagen wird, aber alles in allem sieht das recht gut aus dafür. Ich bedanke mich dann wieder bei euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Runde.